Puh, bietet das Gerät eine Menge Einstellungen. Das ist natürlich komplex. Und dann überall irgendwelche anderen Werte. Einmal Prozent, einmal Ampere, einmal Sekunden. Also das verwirrt mich wirklich. Ich glaube, so Wix-Schweißen, vielleicht ist das doch eher nichts. Das fängt ja schon an, dass das so komplex mit den Einstellungen ist. Das höre ich relativ häufig, dass Leute da mit den Einstellungen so ein bisschen überfordert sind. Weil es sind natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten an so einem modernen WIG-Schweißgerät. Und darum gucken wir uns heute die Einstellungen nochmal ganz genau an. Das ist die sogenannte Schweißrampe. Und wenn man die einmal verstanden hat, dann ist das Ganze unglaublich logisch und lässt sich auch wirklich sehr einfach einstellen. Riesenvorteil, wenn man hier einmal das Gerät eingestellt hat, dann hat man natürlich seine Grundeinstellung und nur wenn man mal eine andere Schweißaufgabe hat, muss man das Ganze variieren. Trotzdem bin ich der Meinung, man sollte das Ganze schon verstehen und es ist auch wirklich nicht so komplex bei einem modernen WIG-Schweißgerät. Ich habe hier das WE201 als Beispiel. Warum habe ich gerade das Gerät? Das habe ich gerade ausgepackt. Das habe ich für einen Bekannten gekauft und dem werde ich das morgen übergeben. Und das Gerät hat einen temperaturgesteuerten Lüfter. Das heißt, hier kann ich mich einfach vorsetzen, kann euch das in Ruhe erklären und uns stört kein Lüfter. Ich habe das Vorgängergerät schon mal vorgestellt. Da waren viele sehr, sehr zufrieden mit und wie gesagt, jetzt die neueste Version temperaturgesteuerten Lüfter. Für unter 300 Euro gibt es nach meinem Kenntnisstand kein Gerät unter 1000 Euro, das eigentlich einen temperaturgesteuerten Lüfter hat. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsteil. Und das werden wir uns heute einfach angucken. Das ist ein DC-Schweißgerät, das heißt ein Gleichstrom-Schweißgerät. Und damit können wir kein Aluminium schweißen, sonst können wir da wirklich Stahl, Edelstahl und schweißen und haben hier eine Menge tolle Möglichkeiten. Die Möglichkeiten will man nutzen und dementsprechend will man sich natürlich auch mit den Einstellungen auseinandersetzen. Ich werde das mal grundlegend erklären. Ich habe hier die Hochfrequenzzündung, das heißt die kontaktlose Zündung. Ich kann aber hier auch auf Kontaktzündung schalten, gibt es verschiedene Anwendungsfälle und ich kann hier auf Elektrodenschweißen stellen. Das ist so die Grundeinstellung. Grundeinstellung sollte immer die Hochfrequenzzündung sein. Dann habe ich hier die Möglichkeit, an so einem Gerät 2-Takt oder 4-Takt auszuwählen. Was sollte man da immer auswählen? Ich bin der Meinung, zu 99,9% 4-Takt. Das andere ist hier VRD, das ist eine Einstellung fürs Elektrodenschweißen. 4-Takt macht unwahrscheinlich viel Sinn und das will ich mal in einem ganz kleinen Beispiel erklären. Ganz grundsätzlich, was ist der Unterschied 2-Takt, 4-Takt? 2-Takt ist, ich drücke drauf, ich fange an zu schweißen, ich lasse los, der Prozess hört auf. 4-Takt wäre dann, ich habe ja dieses schöne Beispiel mit diesen Muttern, ich drücke drauf, gehe in einen Startstrom. In diesem Startstrom sehe ich jetzt genau, wo mein Lichtbogen hingeht. Das heißt, genau den Punkt, an dem ich hinterher dann auch schweißen werde. Ich kann mich jetzt orientieren mit meinem Zusatz und erst, wenn alles safe ist, kann ich dann wirklich die Taste hier oben loslassen und ich gehe in den Schweißprozess. Ich schweiße mit meinem Hauptstrom. Wenn ich dann hinterher sicher bin, dass ich geschweißt habe und wieder in meinen Endstrom möchte oder auch vielleicht das Material zu stark wegschmilzt, drücke ich wieder drauf, gehe in meinen Endstrom. Der ist wieder so klein gewählt, dass ich hier nichts kaputt mache. Also ich kann wirklich immer nur jedem raten und empfehlen, versucht gleich im 4-Takt zu schweißen. Es gibt wirklich niemanden, der mit 2-Takt professionell schweißt. Und gerade für Anfänger, schön an diesem Beispiel mit diesen Muttern erklärt, ist es wirklich so wichtig, dass man sich hier vernünftig orientiert und vernünftig sieht, wo man ist. Ich hatte neulich jemanden hier, der wollte auch Muttern zusammenschweißen, hat das so in der Form nicht so hinbekommen, wie er es haben möchte oder haben wollte. Und wir haben dann auch das ganz einfach auf 4-Takt umgestellt. Der hatte auch in 2-Takt geschweißt. Das heißt, der hat dann hier einen Lichtbogen gezündet, hatte im Startstrom 15 Ampere, hat dann hier geguckt, wo der Lichtbogen hingeht. Und in dem Moment, wo er sich dann sicher war, dass alles wirklich an der richtigen Stelle war, hat er kurz gezündet, ist der Lichtbogen angegangen, hat das Material aufgeschmolzen. Danach ist er wieder in Endstrom und hatte einen wunderschönen kleinen Punkt. Also ich kann wirklich nur als erste kleine Erklärung immer nur den 4-Takt empfehlen. Gerade diese Orientierungsphase, dass man wirklich den Brenner hinlegt, dass man sich vernünftig orientiert in diesem Startstrom, wo wirklich noch nichts passiert, man den Werkstoff nicht aufschmilzt, das ist so wichtig. Auch zum Beispiel, wenn man gerade dünneres Material schweißen möchte und gerade bei Anfängern kann ich das wirklich immer nur wärmsten empfehlen. Die meisten denken immer, es ist deutlich einfacher im 2-Takt zu schweißen, starten da im 2-Takt, aber wie gesagt, kurze Erklärung, ich empfehle immer den 4-Takt und das funktioniert deutlich, deutlich besser.
Das heißt, die Einstellungen haben wir hier alles schon. Das ist alles kein Problem. Jetzt gehen wir an den nächsten Punkt, die komplette Schweißrampe. Ich erkläre die einmal, dass man weiß, was es wirklich alles bedeutet. Und dann gucken wir, welche Werte da sinnvoll sind. Ich habe es bei dem Gerät so, dass ich hier einfach drauf drücke und dann kann ich auswählen, welchen Wert ich einstellen möchte. Puls habe ich erstmal rausgenommen, das gucken wir uns im Nachhinein an. Das heißt, ich habe hier erstmal die Gasvorströmzeit. Wenn ich auf meinen Brennertaster drücke, dann möchte ich, dass ich in einer inerten Umgebung, in einer Schutzgasumgebung anfange zu schweißen. Und daher kann ich diesen Wert hier einstellen. Das heißt, es strömt schon mal kurz Schutzgas. Das ist je nachdem, was ich machen möchte, dann halt sinnvoll, diesen Wert ein bisschen länger oder kürzer einzustellen. Ich habe hier einen Startstrom. In diesem Strom starte ich. Das habe ich eben beim Zweitakt, Viertakt schon erklärt. Das heißt, damit mache ich noch nichts kaputt. Der Lichtbogen kann sich bilden, ich kann mich orientieren. Dann habe ich eine Rampe, in der geht es in einer vordefinierten Zeit hoch zu meinem Hauptstrom, in dem ich dann wirklich auch schweißen möchte. Und wenn ich dann den Schweißprozess beende, dann habe ich wieder eine Absenkzeit, einer der wichtigsten Werte bei einem WIX-Schweißgerät. Denn je nachdem, welchen Werkstoff ich habe, möchte ich schneller oder langsam absenken. Es gibt so Bereiche, wenn man zum Beispiel Punkt schweißt, so eine einfache Spot-Schweißfunktion imitiert, dann möchte man relativ schnell absenken. Wenn ich aber normal schweiße, möchte ich natürlich, dass der Prozess langsam sich beruhigt, damit das Schmelzbad sich auch langsam beruhigen kann, damit ich keine Risse, keine Endkrater und dergleichen bekomme. Das sieht unschön aus und das ist natürlich auch ein qualitativer Mangel der Schweißnaht. Also ich möchte den Prozess langsam absenken. Und dann habe ich hier natürlich wieder den Endstrom. Mit diesem Endstrom bin ich dann wieder in einem sicheren Bereich. Das Schmelzbad kann sich ganz in Ruhe beruhigen. Und als letzten Punkt habe ich dann die sogenannte Gasnachströmzeit. Das heißt, ich habe geschweißt, jetzt bin ich am Ende und jetzt strömt noch Gas nach. Manche denken immer, das ist so eine extreme Verschwendung. Ist es vielleicht auch in manchen Bereichen, aber meine Wolfram-Elektrode kann dann richtig schön abkühlen. Das heißt, die bleibt auch so schön silbern und läuft nicht an. Und auf der anderen Seite wird natürlich die Düse und alles, was hier drin ist, das Sieb, die Gaslinse, es wird alles gekühlt. Und die Schweißnaht, die ich habe, die bekommt natürlich auch noch Schutzgas ab, kann also in einer Schutzgasatmosphäre abkühlen. Das ist zum Beispiel gerade beim Schweißen von Edelstahl wichtig. Wenn ich da sehr schöne Anlauffarben haben möchte, dann sollte man diesen Wert auch so ein bisschen höher wählen. Es gibt da Leute, die wählen da 6 bis 8 Sekunden. Da bin ich dann irgendwann nicht mehr dabei, weil das eine extreme Verschwendung ist. Aber so einen kleineren Wert sollte man da auch schon einstellen. Das heißt 3 bis 4 Sekunden, kommen wir gleich nochmal zu. Und dementsprechend kann man dann damit schweißen. So, das ist im Prinzip schon unsere Schweißrampe. Und jetzt gehen wir einfach mal die einzelnen Einstellungen durch. Man muss ganz klar dazu sagen, es gibt mehr Einstellungen oder es gibt mehr Einstellungen, als es Schweißer gibt. Hat man manchmal das Gefühl, es gibt so unglaublich viele Leute, die da andere Varianten wählen und jeder hat auch für seine Einstellung irgendeine Begründung. Aber es gibt natürlich so diese Grundeinstellungen, das verwenden wirklich sehr viele Leute. Ich habe dazu auch so eine Werkstattkarte erstellt, die kann ich hier unter dem Video auch nochmal verlinken, mit Grundeinstellungen für die verschiedensten Schweißaufgaben. Aber auch selbst wenn man so eine Voreinstellung hat, sollte man natürlich so ein bisschen verstehen, was man da einstellt. Das heißt, ich habe hier immer so ungefähr 0,4, 0,5 Sekunden Gasvorströmzeit. Das Gas strömt schon mal. Dann gehe ich in einen Startstrom. Je nach Materialstärke gehe ich da zwischen 15 und 20 Ampere. Dann habe ich meine Startrampe. Das heißt, ich bin vom Startstrom, gehe ich zu meinem Hauptstrom. Da ist so ein Wert ungefähr eine Sekunde sinnvoll, dass man wirklich langsam die Wärme ins Material bringt und nicht so abrupt. Dann habe ich meinen Hauptstrom. Beim Hauptstrom ist es natürlich immer so eine Sache, mit dem man dann schweißt. Man sagt ungefähr 30 Ampere pro Millimeter Materialstärke. Wenn ich hier 200 Ampere habe, dann könnte ich nicht mal 7 Millimeter schweißen. Ja, ich könnte hiermit aber problemlos auch 10 Millimeter mit dem Gerät schweißen. Das heißt, 30 Ampere pro Millimeter Materialstärke, was man schweißen will, ist ein ungefährer Daumenwert, an dem man sich erstmal orientieren kann. Ich empfehle immer, probiert es einfach mal aus und
ihr habt dann halt immer die Möglichkeit, dass ihr beim Schweißen seht, das Material schmilzt zu stark auf, dann muss ich weniger Leistung wählen. Oder das Material schmilzt nicht auf, ich bilde kein richtiges Schmelzbad, dann habe ich halt nicht genug Leistung. Da muss man sich so ein bisschen rantasten. Jeder hat auch so seine eigene Schweißgeschwindigkeit. Das ist wirklich eine sehr individuelle Geschichte. Aber dieser Daumenwert, ungefähr 30 Ampere pro Millimeter, damit kann man immer erstmal starten. Dann habe ich eine Absenkzeit. Da wähle ich auch immer zwischen 1 und 1,5 Sekunden, je nachdem, was man für einen Werkstoff hat. Bei einem Chrom-Nickel-Stahl möchte ich natürlich, also ein Edelstahl, da möchte ich, dass sich das Ganze langsam beruhigt. Da habe ich aber nicht die Probleme mit Rissbildung. Wenn ich jetzt zum Beispiel sensible Werkstoffe wie Guss schweiße, dann nehme ich da ruhig auch mal 2 Sekunden, dass dieser Prozess wirklich ganz in Ruhe ausläuft. Dann gehe ich wieder an meinen Endstrom. Das sind auch wieder wie beim Startstrom ca. 15 bis 20 Ampere, je nach Materialstärke und je nach Werkstoff, was ich verarbeite. Und dann kommt es auf die Gasnachströmzeit. Da wähle ich 2 bis 3 Sekunden bei Stahl. Und wenn ich Edelstahl verschweiße, wenn ich jetzt Edelstahl schweiße, dann gehe ich zwischen 3 und 4 Sekunden. Also gibt dem Ganzen auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und das sind im Prinzip schon die Einstellungen. Das ist im Prinzip schon die Schweißrampe. Wie gesagt, ich habe da auch die verschiedensten Vorgaben für die verschiedensten Arbeiten. Da kann das immer noch mal ein bisschen variieren. Aber so habt ihr schon die komplette Schweißrampe im Prinzip verstanden. Könnt die einstellen, könnt die so anpassen, individuell anpassen. Warum muss man sowas überhaupt anpassen können? Es gibt Geräte mit 1 oder 2 Drehreglern, die schweißen auch, braucht man gar nicht drüber reden. Aber da fängt es schon an mit einem Startstrom. Ich möchte irgendwann mal sehr dünnes Material schweißen. Wenn das Gerät jetzt 20 oder 30 Ampere voreingestellt hat, dann starte ich schon und ich habe schon fast ein Loch in mein Material reingebrannt. Hier kann ich zum Beispiel auf 10 Ampere runtergehen. Und damit habe ich eine sehr kleine Leistung, ja, das ist wichtig. Dann diese Startrampe, das ist auch alles so Punkte, hier kann ich halt alles individuell einstellen. Und man sieht, wenn man das einmal so durchgegangen ist, dann ist das Ganze halt auch wirklich eine sehr einfache Sache. Ja? So, jetzt gucken wir uns einfach mal die Einstellung Puls an. Das heißt, wenn ich hier am Ende bin, kann ich hier einfach auch Puls auswählen und dann kann ich den Puls an dem Gerät einstellen. Was bringt mir jetzt der Puls beim Schweißen und was ist natürlich überhaupt der Puls beim WIG-Schweißen? Dazu gibt es die verschiedensten Erklärungen, die verschiedensten Möglichkeiten. Ganz grundlegend erstmal, wenn ich mit Puls schweiße, dann habe ich einen Hauptstrom, zum Beispiel hier jetzt in unserem Beispiel 100 Ampere. Ich schweiße damit und habe einen unteren Strom, der hat zum Beispiel 50 Ampere. Das ist so meistens hauptsächlich der Wert, dass man 50% nimmt. Das heißt, ich schweiße mit 100 Ampere eine Sekunde und in der nächsten Sekunde mit 50 Ampere. Und diese Frequenz, wie oft der Strom jetzt wechselt, das kann ich auch alles einstellen. Und verschiedene andere Werte, das gucken wir uns gleich an. Also grundlegend erstmal, ich habe 2 verschiedene Werte, die miteinander pulsieren. Darum auch Puls. Und jetzt, wenn ich einen sehr langsamen Puls habe, habe ich die Möglichkeit, mit einem hohen Strom zu arbeiten, den Werkstoff gut aufzuschmelzen. Der Strom sinkt dann aber wieder ab auf einen sehr niedrigen Strom. Das beruhigt wieder das Schmelzbad. Das heißt, ich kann hier mit viel Leistung schweißen. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch wieder weniger Leistung, dass mir das Schmelzbad wirklich nicht aus der Kontrolle gerät. Das ist für viele Sachen wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Das ist bei einem langsamen Puls. Bei einem sehr hochfrequenten Puls ist es dann so, dass ich den Lichtbogen regelrecht fokussiere. Und damit schaffe ich es auch zum Beispiel, Werkstoffe wie Kupfer deutlich besser aufzuschmelzen. Ich schaffe es, ein kleineres, fokussierteres Schmelzbad zu bilden, also richtig konzentriert die Energie in meinen Werkstoff reinzubringen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man bei Materialien eine gute Wurzel schweißen will, also das Material gut und fokussiert wirklich an einer Stelle aufschmelzen will. Da gibt es die verschiedensten Bereiche, habe ich auch schon zahlreiche Videos zu erstellt. Das heißt, ich kann jetzt bei so einem Gerät hier einfach an oder aus einstellen. Wir gehen auf an und dann gehen wir in die Einstellung. Ich habe hier meinen Hauptstrom, mit dem ich normal schweiße. Das sind jetzt zum Beispiel mal 110 Ampere. Und jetzt habe ich hier meinen unteren Strom.
Da muss man immer darauf achten, da gibt es die verschiedensten Geräte. Hier wird es in Ampere angegeben und es gibt Geräte, da kann man das in Prozent angeben. Ja, hier wird es in Ampere angegeben. Das heißt, ich habe jetzt hier oben 110 Ampere. Ich habe jetzt, damit ich 50% habe, würde ich hier zum Beispiel 55 Ampere angeben. Und damit habe ich das wirklich schon eingestellt. Also, das ist der obere Strom, das ist der untere Strom. Die beiden pulsieren. Jetzt kann ich hier angeben, in welcher Weite das Ganze, die sogenannte Pulsweite. Das heißt, wie viele Prozent ist das, wie viel Prozent ist das? Ist Standardwert eigentlich immer so 50%. Das heißt, obere Strom, untere Strom, die Pulsweite, wie viel Prozent das ist, ob das hier 50%, das hier 50%. Und dann habe ich hier noch die Frequenz in Hertz. Und das kann ich bei dem Gerät einstellen, 0,5 Hertz. Und ich kann dann bis 100 Hertz hochgehen. Das ist dann halt, wie oft pro Sekunde das Ganze zwischen dem und dem wechselt. Also ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache, wie man das Ganze einstellt. Wenn man einen langsamen Puls haben möchte, dann empfehle ich immer wirklich 1 bis 2 Hertz. Damit macht es immer düt, düt, düt. Kann man sich beim Wick-Schweißen auch richtig schön dran orientieren, um dann so die Taktung hinzukriegen. Und auf der anderen Seite, wenn man einen richtig schnellen Puls haben will, dann empfehle ich so wirklich 70, 80, 100 Hertz. Wenn man ein Gerät hat, das noch mehr bietet, dann wirklich noch mehr. Es gibt auch Geräte, die bieten da wirklich bis zu 1000 Hertz. Mein WE204P hat zum Beispiel bis zu 1000 Hertz. Das ist dann natürlich toll, wenn man gerade so Sachen wie Kupfer schweißt, weil dann hat man einen extrem fokussierten Lichtbogen. So, und so einfach ist eigentlich auch die Einstellung Puls. Oberstrom, Unterstrom, die Pulsweite und dann halt die Frequenz. Ich würde Anfängern immer empfehlen, dass man wirklich mal in so einem langsamen Puls anfängt. Wenn man den Puls einstellt, gerade bei diesem langsamen Puls, dann ist es natürlich immer wichtig, dass man hier auch ein bisschen mehr Leistung nimmt. Weil ich habe ja dann den oberen Wert, den unteren Wert. Wenn ich meinen Werkstoff aufschmelzen will, dann will ich wirklich auch ein bisschen mehr Leistung haben. Da sollte man immer so 20%, 10-20% circa mehr an Leistung nehmen. So, jetzt haben wir die komplette Schweißrampe, jetzt haben wir den Puls erklärt und ich denke mal, damit hat man so ein WIC-Schweißgerät wirklich schon sehr gut erklärt. Man sieht, das ist im Prinzip wirklich kein Hexenwerk. Es ist ein ganz einfacher Prozess, der hier einmal abläuft. Und den können wir halt in der Form regulieren. Und wenn man das Ganze einmal so nachvollziehbar erklärt hat und ich denke mal verstanden hat, dann ist das auch wirklich kein Problem, ein WIC-Schweißgerät vernünftig einzustellen. Ich habe hier heute die Chance genutzt, wie gesagt, das Gerät gebe ich wieder ab. Das habe ich für jemanden gekauft. Der wird sich da sicherlich sehr drüber freuen. Und da man bei dem Gerät das so schön erklären kann, weil das Gerät so schön ruhig ist, das hat also einen temperaturgesteuerten Lüfter, und erst wenn ich anfange zu schweißen und das Gerät warm wird, dann fängt es wirklich an, dann auch, dass der Lüfter läuft, habe ich halt die Gelegenheit genutzt, das Ganze hier an dem Gerät zu erklären. Eventuell werde ich mir so eins auch nochmal kaufen, weil das ist natürlich schön, wenn ich hier Videos in der Werkstatt mache, wenn im Hintergrund kein Lüfter läuft. Man findet wirklich, sage ich mal, im Bereich unter 1000 Euro kein WIC-Schweißgerät, das wirklich einen temperaturgesteuerten Lüfter hat. Und bei dem Gerät hier, das kostet, glaube ich, aktuell knapp 300 Euro, 289 Euro, finde ich das wirklich ein absoluter Hammer. Bei Wellinger wird es übrigens in Zukunft noch deutlich mehr Geräte geben, auch WIC-Schweißgeräte, WIC-AC-DC-Schweißgeräte, wo es einen temperaturgesteuerten Lüfter gibt. Ich werde das Ganze bei Gelegenheit auch noch mal zum Wechselstromschweißen machen, also zum Aluminiumschweißen. Das ist aber wieder auch ein sehr umfangreiches Thema, wo man sich wirklich viele Parameter angucken sollte. Darum lassen wir das hierbei, denke ich mal, beruhen. Wir haben hier das WIC-DC-Schweißen. Wer Einstellungen dafür noch möchte, für verschiedene Prozesse, verschiedene Werkstoffe, der findet das in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, das kleine Video, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni, bis dann.